Habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Bin ich jetzt etwas überrascht, wie klein die Verpackung ist? Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einem DM-Haul, der DM-Live-Test, der hier immer stattfindet. Es kommen ja jetzt auch zusätzlich immer Shorts online, wo ich noch andere Produkte teste, die ihr hier gar nicht in den normalen YouTube-Videos seht. Aber es kommt ja eigentlich immer direkt ein Live-Test online. Der wird dann aber erst in der neuen Wohnung kommen. Ich bin ja gerade mitten im Umzug, also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut auf unserem Vlog-Kanal vorbei oder auch auf Instagram. Es ist alles in der Infobox verlinkt, aber wir sind jetzt gerade am Wochenende in die neue Wohnung gezogen und da werde ich dann anfangen, auf jeden Fall mit einem neuen Hintergrund Videos zu drehen. Da freue ich mich schon richtig drauf und dann kommt hier auch endlich bald wieder ein neues Intro auf dem Kanal. Ich habe aber passend zum Umzug einen riesengroßen DM-Haul gemacht. Es gibt wieder sehr interessante Neuheiten, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen wollte und ich habe hier zum Beispiel aber auch ein paar Sachen für den Umzug gekauft, wie zum Beispiel von Weleda. Die Marke mag ich tatsächlich immer ganz gerne zum Putzen. Das sind für eine gründliche Reinigung resistent gegen Bakterien, die Glitzy Plus Schwämme, also ganz normale Schwämme. Dann aber auch ein 2-in-1 Badetuch, also neue Putzutensilien. Ich finde Profissimo ist da echt immer ganz gut und poliert streifenfrei und reinigt porentief. Dann hier auch von Profissimo 2-in-1 Fenstertuch aus Mikrofeinfaser, reinigt und poliert. Das finde ich halt immer mega gut, weil wir ja auch einige Spiegel und so haben und auch der Couchtisch. Es kommt ja hier alles an Möbel mit aus der Wohnung und der Couchtisch ist ja komplett aus Glas und aus Spiegeln und es macht zu viel Arbeit, den zu putzen. Und dafür sind diese Tücher echt immer richtig gut. Und hier auch ein Staubtuch von Profissimo, absorbiert Schmutz, Staub und Krümel. Magnetische Anziehung dank einzigartiger Fasertechnologie. Ich muss sagen, ich nehme normalerweise immer von Swiffer, heißt der, glaube ich, dieser Staubwedel. Und der, zum Beispiel auf dem Klavier, sieht man das sehr stark, weil das ist ja schwarzer Glanzlack. Ich habe das Gefühl, ich wische und direkt ist wieder Staub drauf. Und mit diesen Staubtüchern fängt man richtig gut den Staub weg. Damit wische ich und danach ist es auch erstmal sauber. Also das ist echt immer ein Unterschied als zu diesen Staubwedeln. Und auch für die Toilette, denk mit WC-Blauspüler. Fünffach Power, blaues Wasser, Reinigung, Kalkschutz, Kraftschaum, neutralisiert Gerüche. Finde ich immer sehr schön in der Toilette. Also ein bisschen hygienischer, als da komplett nichts reinzumachen. Und ich habe mir jetzt insgesamt 4 Stück gekauft, denn wir haben ja in der neuen Wohnung tatsächlich insgesamt 3 WCs. Das zu putzen wird richtig Spaß machen, aber wie gesagt, das hänge ich auf jeden Fall in jedes WC. Jetzt geht's weiter mit den Neuheiten und da könnt ihr dann auf jeden Fall wieder in die Kommentare schreiben, welche Produkte euch für einen Live-Test interessieren und wie gesagt, das Live-Test-Video wird dann diesmal so Mitte des Monats online gehen und da werde ich alle Produkte unter die Lupe nehmen und falls ihr die Roomtour noch nicht gesehen habt zur Wohnung, schaut sie euch auch gerne an, denn wir haben wirklich einfach unsere Traumwohnung gefunden und freuen uns so sehr darüber und auch jetzt in die neue Wohnung einzuziehen und uns einzurichten und. Also ist auch auf unserem Vlog-Kanal in der Infobox zu finden. Nivea hat eine Neuheit herausgebracht, das Derma Dry Control Maximum Antitransparent Deo. 96 Stunden Extremschutz vor Schweiß. Da bin ich wirklich gespannt drauf, denn ihr wisst ja, ich habe immer so ein bisschen Probleme, was das Schwitzen und so angeht und vor allem Deos angeht und das werde ich auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Dann gibt es auch eine neue Tuchmaske von Garnier Skin Active, die Hyaluron Crow Jelly Tuchmaske. Antimüdigkeit Gel Tuchmaske mit 4% Glycerin, Menthol und Hyaluronsäure. Minus 7 Grad Kühleffekt. Das habe ich auch noch nie auf einer Maske gesehen, dass hier wirklich explizit steht, wie kalt diese Maske letztendlich kühlt. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Und auch von B-Routine Bali Vibes, neue Badebomben. Sprudelnde Badebomben mit dem Duft von guter Laune, Meeresrauschen und frischen Mango-Smoothies. Ich bin da richtig gespannt drauf. Das können wir hier jetzt auch direkt schon einmal aufmachen. Oh, das riecht mega gut. Das riecht wirklich so richtig nach Urlaub. Aber auch ein bisschen sehr süß. Ich bin gespannt. Die kann ich auf jeden Fall dann mal in eine DM-Review mit reinnehmen, wo ich die Produkte dann schon etwas länger getestet habe. Aber erster Eindruck ist schon sehr süß. Aber trotzdem versetzt es einen so richtig in Urlaubsstimmung vom Geruch her. Auch richtig interessant. Pantene Pro-V hat neue Masken herausgebracht. Ich habe jetzt die hier mal mitgenommen, beziehungsweise eingekauft. Die Miracles Intense Hair Rescue. Die ist mit Biotin und hydrolysiertes Seidenprotein. Können ja mal den Geruchstest machen. Oh, riecht mega gut. Richtig schöner Geruch. Silky Soft Hair soll übrigens diese Maske machen. Aber auch noch für die Badewanne. Ist nämlich auch ganz neu rausgekommen von True
bei TTZept gibt es einmal Lieblingsmensch, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich jetzt beide in meinen Warenkorb getan. Verwöhn-Badesalz mit Pfingstrose und Erdbeere und dann einmal Glücksbringer mit Pfirsich und Vanille. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, für welches ihr euch entschieden hättet. Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich beide Gerüche wirklich an sich sehr schön finde und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch von Pantene Pro V und endlich lang Nutriplex gibt es hier ein Leave-On-Serum mit Niacinamid, Vitamin E und Pro-V-Formel für stärkere Spitzen. Und ich finde es tatsächlich interessant, Leave-On, normalerweise heißt es ja Leave-In, aber das macht man nach der Haarwäsche in die nassen, aber auch in die trockenen Haare und lässt es dann einwirken und spült es nicht aus. Also mal gucken. Batiste hat auch etwas Neues, Interessantes herausgebracht. Leave-In Conditioner. Original Classic Fresh mit Aloe Vera für weiches, glänzendes, leicht kämmbares Haar auf die trockenen Haarlängen auftragen. Auch mal wieder ein komplett neues Produkt, was es so ja noch nie richtig gab. Jedenfalls auch nicht von Batiste. Deswegen bin ich umso gespannter. Ich liebe ja tatsächlich die Trockenshampoos von Batiste. Und apropos Trockenshampoo. Ich war ja letztens in Frankfurt und da war ich ja beim DM und habe euch gesagt, dass es da so ganz andere Produkte gab, als es bei mir gibt. Und deswegen habe ich mir das jetzt online mitbestellt von Got2Be Trockenwäsche für Sofortfrische. Extra Volumen, also wie für mich gemacht. Ich liebe ja einfach Produkte, die dieses extra Volumen geben. Für 48% frischen Duft und ich finde die Verpackung auch sehr interessant. Es gab da auch noch eine andere Version von, aber ich finde die mit Volumen für mich tatsächlich interessanter und das werde ich auch mal unter die Lupe nehmen. Was ich mir nachgekauft habe, sind zum einen einmal von Balea die Hyaluron Beauty Augen Gel Pads. Sofort Kühleffekt gegen Schwellung mit Hyaluronsäure und Panthenol. Hatte ich ja schon, ich finde die wirklich extrem gut. Ich finde die vergleichbar mit Annemarie Berland, die ja recht teure Augenpads immer hat und finde ich sehr ähnlich, von daher kann man da schon eine Menge Geld sparen. Und das nimmt so richtig schön die Schwellung von den Augenringen. Also für mich ein richtig gutes Produkt. Und dann aber auch, das ist jetzt neu, also eine neue Formulierung, weil die Q10 Antifalten Augenpads gab es ja schon von Balea. War jetzt aber tatsächlich unter den Neuheiten, denn die haben da etwas geändert. Hier sind 6 Augenpads insgesamt drin, auch parfümfrei, für messbar reduzierte Faltentiefe nach nur einer Anwendung mit natürlichen Q10 Omega-Komplex und Vitamin E. Mal gucken. Mochte ich ja bis jetzt immer richtig gerne. Ich glaube auch, dass es weiterhin sehr gut ist. Aber ich bin sehr gespannt, ob man da irgendeinen Effekt als Normalverbraucher erkennen kann. Was die Änderung angeht, meine ich. Ich habe mir auch mal wieder Wattepads von Ebelin mitgenommen. Brauche ich einfach immer mal wieder. Und deswegen habe ich die mir jetzt einmal auf Reserve gekauft. Und dann hat Naturebox aber auch ein neues frische Shampoo herausgebracht und zwar von den festen Shampoos. Ich fand das nämlich vom Geruch sehr interessant. Hier ist kaltgepresstes Melonenöl drin. Sanfte Reinigung für fettigen Ansatz und trockene Spitzen. 99% natürlichen Ursprungs im Gesamtprodukt und wir machen hier jetzt mal den Geruchstest. Oh, das riecht richtig gut. Das riecht richtig frisch, nicht zu künstlich, also wirklich richtig angenehm. Und dann nämlich auch die Pflegespülung dazu, aber diesmal in so einer Verpackung von Naturebox, auch mit kaltgepresstem Melonenöl. Leichte Pflege für fettigen Ansatz und trockene Spitzen. Und hier ist 98% natürlichen Ursprung im Gesamtprodukt. Wir machen hier natürlich auch wieder einmal den Geruchstest. Es riecht sogar intensiver als das feste Shampoo. Also es riecht einen kleinen Tick doller, aber ansonsten genau gleich. Habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Bin ich jetzt etwas überrascht, wie klein die Verpackung ist. Alverde hat ein neues Produkt herausgebracht, das die Haut regeneriert und beruhigt. Night Recovery Oil. Trockenöl mit Argan-Biomandel für jede Haut. Ist für Gesicht, Hals und Dekolleté gedacht und trägt man sich vor dem Schlafengehen auf und soll dann am nächsten Tag halt so eine richtig schöne, glatte, weiche Haut haben. Bin ich richtig gespannt drauf. Ich habe mir hier auch einmal wieder feuchtes Toilettenpapier mitgenommen. Die finde ich halt immer richtig schön. Von Tempo mit Mandelmilch ist tatsächlich meine liebste Sorte. Also die haben da ja echt ein paar Varianten und ich finde die tatsächlich am besten. Und dann auch ein neues Make-up-Produkt von L'Oreal. Infallible Brows. Das ist ein 24-Stunden-Pencil. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Also auch von der Farbe. Ich habe hier, glaube ich, Dark Blonde. Genau, Dark Blonde. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch ein Bürstchen, womit man dann die Härchen in Form kämmen kann. Und ich habe mir auch ein paar Putzutensilien gekauft. BC Frisch, Kraftaktiv, BC Reinigungsgel.
finde ich immer mit am besten. Ozeanfrische, lufterfrischender Effekt, hygienische Sauberkeit. Ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Und hier aber auch von Sidolin, streifenfreie Kristall, 3-in-1 Glanzschutzrepair. Ich finde das tatsächlich am besten, um Fenster und Spiegel zu putzen. Also Fenster putzen, okay, nehme ich sowieso was anderes für. Aber generell halt für die ganzen Sachen, wie auch den Wohnzimmertisch. Weil ich habe so oft Probleme, dass ich beim Putzen Streifen bekomme. Und ich finde, es gibt nichts ärgerlicher, wenn man zum Beispiel so einen großen Spiegel gerade putzt, wenn da dann wieder Streifen bei sind. Und damit habe ich echt immer die besten Erfahrungen gemacht. Schaut wie gesagt in der Infobox rein, da findet ihr den Vlog-Kanal und auch meinen Instagram-Kanal. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über eure Kommentare, welche Produkte ihr im Live-Test getestet haben wollt. Und wir sehen uns hier am Sonntag zu einem neuen Video und zwar zu meinen ganzen Aufgebrauchprodukten. Das sind nämlich reichlich in letzter Zeit wieder gewesen, weil ich vor dem Umzug ganz viel versucht habe aufzubrauchen. Hier auf dem Kanal um 18:30 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.